So, und damit herzlich willkommen in der Spielbox. Und ja, das Wetter ist ideal und ich bin in den letzten Tagen immer öfters hier da gewesen und will für euch einfach hier möglichst viele Videos drehen, weil das ist euer und auch mein Spielplatz. Ich habe natürlich auch eine Waschhalle, trotzdem will ich das natürlich auch für euch. Es soll ja authentisch sein. Und der zweite Grund, natürlich auch, in der Halle habe ich nicht so viel Platz in meiner Waschhalle. Da kann ich mal so Tests machen auf der Motorhaube, aber so richtig schön drumherum ums Auto gehen und filmen, ist halt in dieser Waschhalle nicht so cool. Und weil wir ja so und so alle hier an dieser Box leben und ich natürlich auch, seht ihr ja in meinen Videos, ganz oft hier bin und auch hier wasche, deswegen ist es natürlich an der SB-Box richtig, richtig schön. Und heute geht es um ein spezielles Thema und zwar, was machen wir, wenn wir eine Versiegelung auf dem Auto haben? Sei es erstmal, ob es eine Sprühbox ist, Sprühversiegelung, Detailer mit Abwehrverhalten, was auch immer. Und wir wollen was Neues ausprobieren. Wir wollen einfach mal wechseln. Und da stellt sich die Frage, was machen wir jetzt? Welche Möglichkeiten gibt es? Und heute in dem Video testen wir mal die chemische Variante. Wir können natürlich auch immer Auto polieren, ganz klar. Aber wir testen jetzt mal die chemische Variante. Ich habe zwei Produkte mitgebracht, die so grob zusammenpassen, beziehungsweise Kontrahenten bilden. Einmal hier einen alkalischen Vorreiniger und ein wirklich sehr schön saures Shampoo. Das heißt, wir machen heute mal ein bisschen den Vergleich zwischen Alkalität und sauer. Welches davon kann uns hier das Fussercoat auf der Motorhaube runterreißen? Einmal nur aufsprühen, abstrahlen und dann unterstützt man das Ganze aber auch nochmal mit einer Wäsche. Das heißt, wir waschen mit dem Waschhandschuh drüber. Ich habe zwei Waschhandschuhe mitgebracht, komplett frisch, komplett gleich. Ich versuche das so gleichmäßig wie möglich zu machen. Und die zwei Sachen, die ich mit habe, zeige ich euch jetzt. Und das sind sie hier. Einmal das Gravity Pre-Wash. Hier habe ich wirklich nur noch absolute Reste drin. Und auf der anderen Seite das Purifica. Shampoo, Vorreiniger. Trotzdem können wir natürlich beide auch ähnlich verarbeiten. Wir können auch das auf die Oberfläche drauf machen und mit dem nassen Waschhandschuh drüber waschen. Geht genauso. Und das ist natürlich Shampoo klassisch aufs Auto bzw. Wascheimer und dann aufs Auto und dann damit waschen. Also im Prinzip von der Handhabung her gleich. Aber ich will mal das aufsprühen und gucken, wie stark ist denn die reine Lösekraft und wie stark ist hier die reine Lösekraft. Passt nicht so 100% zusammen, aber will ich mal einfach für mich mal testen. Auf beiden hier den Measure Cup drauf, damit wir es einfach viel besser dosieren können. Und endlich habe ich es geschafft. Ich habe jetzt auch eine 304B-Variante. Hier kommt das Gravity rein, hier kommt das Purifica rein, jeweils 1 Liter drin. Werde ich jetzt für euch dosieren und dann gehen wir mal hier auf die Motorhaube. Schauen uns natürlich vorher auch das Abwehrverhalten an, weil das ist eigentlich noch sehr, 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 sehr gut. Wir haben diesen kleinen toten Streifen, ganz klar. Hier auf der Seite finde ich das Abwehrverhalten noch ein kleines bisschen schwächer als auf der Seite. Also hier sind noch Reste vom Beatmaker drauf, die das irgendwie verkleben. Oder der hat es komplett runtergelöst bzw. angegriffen. Auf jeden Fall Finger weg von diesem Blödsinn. Ich sage es immer wieder, lasst das pur so drauf, wie es ist. Und hier oben haben wir schon poliert, habt ihr im letzten Update gesehen. Und hier auf der Fläche haben wir verschiedene Reiniger getestet. Also wir konzentrieren uns hier auf den großen Bereich und auf den Streifen hier an der Seite. So, als erstes hier das Gravity Pre-Wash. Und es ist nicht mehr so viel in dieser Flasche drin. Deswegen hier, ihr seht schon, da kommt nur noch Schaum raus. Ich bekomme noch 50 ml hier rein. Und dadurch, dass ich nur 50 ml reinbekomme, noch hier in den Sprüher, weil mehr ist nicht mehr in der Flasche drin, gehe ich mal auf 500 ml zurück, damit ich eine 1 zu 10er Anmischung habe. So, noch ein bisschen weniger. Wir brauchen ja wirklich bloß ganz wenig für die Motorhaube, für diese Aktion. 500 ml. So, und dann füllen wir das hier rein. Und dann ist die Flasche wirklich komplett leer. Dann war es das hier. Ich brauche unbedingt eine neue. Also 1 zu 10, 50 ml plus 500 ml Wasser ist natürlich ultra wenig, aber für die kleine Aktion hier auf der Haube reicht das völlig aus. Also hier 1 zu 10 beim Labo Cosmetica Purifica. Ihr habt auf der Rückseite echt viele, viele Angaben, Schaumsprüher und so weiter. Und hier als Aufsprühmischung kann man das auch 1 zu 10 machen. Und das machen wir jetzt mal. Ich bin echt mal gespannt, weil wir sprühen es ja auf. Also passt das perfekt. Das heißt hier, kommen wir ein Stück näher ran und dann geht's los. Wir drücken und dann spült es uns das hier komplett bis rein. Da muss ich noch mal ein bisschen Luft geben hier, weil es echt viel Menge ist. Ist auch viel, viel Shampoo, was wir jetzt einsetzen, ganz klar. 100 ml. Und das kommt jetzt hier in die A-Variante rein. Rein in den Schaumsprüher. Sorry, Drucksprüher natürlich. So. Also hier 1 zu 10. Ich bin echt gespannt. Sauer gegen alkalisch. Schauen wir erstmal Abwehrverhalten vorher. Also auf der linken Seite kommt es mir auf jeden Fall ein bisschen schwächer vor als auf der frischen Seite. Da haben wir freie Ablaufbahn nach knapp, jetzt müssen knapp 7 Wochen sein. Also sehr, sehr schick.
So, dann sprühen wir das mal in dem Bereich auf, weil hier perlt es wirklich absolut top. Und wir haben hier zwei Flächen, die wirklich vom Zustand her noch sehr, sehr gut sind von der Versiegelung. Das Gravity ein bisschen von der Seite. Reicht aber bloß ganz wenig aus. Ich muss ein bisschen vorsichtig sprühen hier, dass ich nichts auf die andere Seite nebel. Reicht da wirklich so ein kleiner Fleck? So, und auf der anderen Seite hier sprühe ich mal das Purifica auf. So, hat gut funktioniert. Wenn es jetzt auf die andere Seite rüber nebelt, ist völlig egal. Jetzt haben wir hier sauer und alkalisch. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was das hier bewirkt. Wir lassen das mal ein bisschen einwirken. Ich habe jetzt auf beides noch mal ein bisschen was draufgesprüht, damit es nicht antrocknet. Also hier nochmal eine zweite Runde. Jetzt ist knapp eine Minute vorbei und ich warte mal noch so 30 Sekunden. Es war etwas wenig hier. Es hat mir vorhin schon ein bisschen angetrocknet, deswegen beide nochmal draufgesprüht. Kann jetzt hier noch der Rest ein bisschen runterlaufen, aber jetzt sollte es auf jeden Fall an den Punkt kommen, wo wir es einfach mal abstrahlen. Ich denke mal, der Punkt geht sie ans Fuzzercoat, muss man ganz klar sagen. Also klar zu sehen, 1 zu 10 sind die beiden hier chancenlos. Ich habe jetzt noch nicht von pur oder so geredet, aber jetzt unterstützen wir das Ganze mal mit einem Waschhandschuh. Ich sprühe es nochmal auf. Hier auf der Seite das Gravity und auf der anderen Seite das Purifica. Kann sich auch nicht vermischen, weil wir diese Erhöhung hier haben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt waschen wir mal hier mit dem Handschuh mit drüber. So, zwei Waschhandschuhe. Einmal hier die Seite, einmal die Seite. Und jetzt waschen wir hier mal drüber. Jetzt haben wir nämlich die Chemie plus die mechanische Einwirkung. Machen das trotzdem natürlich auf einer sauberen Oberfläche. Also wenn ihr hier dann mit solchen chemischen Reinigern arbeitet, um gezielt Versiegelung zu entfernen, dann macht das bitte, nachdem ihr den Lack halt einfach mal sauber gemacht habt. Hier wischen wir jetzt nochmal richtig schön drüber. Ich lege mal den Handschuh hier oben hin und jetzt machen wir dasselbe auch hier beim Purifica. Selber Handschuh, beide komplett neu gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob die Mechanik plus Reiniger das Ganze wirklich schön lösen kann. So, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Wahnsinn! Fuzzercoat bärenstark, Leute. Absolut krass. Und jetzt machen wir nochmal eine dritte Aktion. Und zwar, jetzt gebe ich mir mal hier das Produkt direkt in den Handschuh rein. Und wir nutzen es sozusagen als Shampoo. Ich mache jetzt komplett den Rest rein. Wasche jetzt nochmal drüber. Muss bloß aufpassen, dass ich nicht auf die andere Seite komme. Das hat ja immer noch geperlt. Wahnsinn, also Fuso hat wirklich eine unheimlich hohe Chemieresistenz. Aber jetzt sage ich euch, ich habe die Vermutung, und es hat ja auch schon leicht angegriffen, dass Gravity 1 zu 10, ne? Wir reden noch nicht von 1 zu 5, 1 zu 1, also 1 zu 10 ist ja eigentlich immer noch, also es ist schon sehr stark, aber da geht noch mehr. So, mal einfach jetzt richtig schön drüber gewaschen, ganz normaler Druck, schön gleichmäßig. So, und jetzt machen wir dasselbe beim Purifica. Dann spülen wir hier einfach noch mal ein bisschen was drauf. Also schön getränkt hier das Ganze. Natürlich auch komplett hochdosiert. So, gehen wir rein. Hier drüben. Langer Arm. Die Fläche ist ein bisschen kleiner. Aber hier kann man jetzt wirklich. Kann man echt von einer Hochbelastung sprechen hier. So. Und jetzt strahlen wir noch mal ab.
sondern auch schön zu sehen, dass da, wo der Übergang ist, wo ich da mit dem Handschuh nicht irgendwie ein bisschen gearbeitet habe, sondern hier hat der Handschuh ja nur dagegen gelehnt. Da fehlt halt die mechanische Einwirkung. Und hier können wir jetzt ganz, ganz krass sehen, dass das Gravity hier eine deutlich höhere Lösekraft hat, was auch so Wachs angeht. Und auch das Fusikon, was ja unheimlich resistent ist. 1 zu 10 jetzt hier, hat das Purifica deutlich geschlagen. Also ganz, ganz klar. Hier ist Abhellverhalten komplett noch da. Fusikon eigentlich bei über 90% noch. Und hier auf der Seite haben wir jetzt wirklich Wasserlache komplett und auch schön abgespült. Und hier sieht man auch schön, dass wenn so ein Tropfen mal runterrutscht, dass der immer noch wunderbar hier runter rollt bzw. gleitet. Und da ist nichts von der hydrophoben Eigenschaft irgendwie verloren gegangen. Also ganz klarer Sieger hier. Alkalität heute in dem Duell. Wir können das gerne nochmal wiederholen mit einem anderen Pärchen. Heißt jetzt nicht, dass das Purifica irgendwie ein schlechtes Shampoo ist, wirklich super. Aber um Versiegelungsreste anzulösen, nicht so geil. Aber ich wollte es einfach mal für euch testen. Ist natürlich vorrangig da, um Versiegelung freizuwaschen, aber ich wollte es einfach mal als wirklich sehr schön saures Shampoo nutzen. Auch im selben Verhältnis 1 zu 10, um das einfach mal für uns alle zu testen. Und deswegen einfach mal dieser kleine Vergleich. Trotzdem richtig geiles Shampoo, guckt es euch auf jeden Fall an. Keramikversiegelung oder sowas drauf habt, ideal. Und das ist natürlich auch nochmal jetzt deutlich zu sehen, dass es auch selbst 1 zu 10 nicht gleich alles runterlöst. Beziehungsweise ihr braucht ein bisschen mechanische Unterstützung und dann entfaltet hier so ein alkalischer Vorreiniger seine Wirkung. Also absolut top, problemlos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Und das ist mal ein ganz, ganz klares Ergebnis. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.